So, jetzt meldet sich wieder der Schwanflüsterer von Wittenberg vom Schwanteich. Ja, ab heute sind Costa, Diva und der Gordon wieder auf den Schwanteich eingezogen. War alles ein bisschen anders geplant in diesem Jahr. Wie im letzten Jahr sollten die Tiere ja eigentlich wieder mit dem Schwanteichfest beim Schwanteich hier einziehen. Ist in diesem Jahr alles ein bisschen nach hinten gerückt. Wir haben ja rundherum vom Schwanteich etliche Baustellen und dadurch wurde dieses Schwanteichfest, deswegen war in diesem Jahr das Schwanteichfest umgenannt in die blaue Stunde am Schwanteich, das am 27.05. stattfinden wird, wo auch die Fontänen eigentlich eröffnet werden sollten. Ja, in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders gelaufen. Die schwimmende Insel sollte ja sozusagen, wenn Costa, Diva und Gordon kommen, hier mit eingeweiht werden. Wir hatten gestern mit der Stadt die große Besprechung und anwesend waren Frau Ostermann, bekannt Herr Kai Vater, die Stadt Wittenberg an sich und wie gesagt meine Wenigkeit. Und da ist dann rausgekommen, dass das so schnell, wie wir uns das gedacht hatten, nicht geht. Dass wir diese Insel halt nicht komplett aus Holz bauen können, dass da halt ein Ingenieur ran muss, der die richtig entwerfen muss mit Insel und rundherum soll so ein bisschen Schilf kommen, so dass die Tiere halt auch brüten können. Aber wie gesagt, das ist jetzt anders gelaufen. Wir sind jetzt erstmal wieder auf sehr viele Spendengelder angewiesen. Das soll auch dieser 27. so ein bisschen auch als Spendenaktion für diese Insel laufen. Ja, und wir hoffen, dass wir dadurch denn diese Insel im nächsten Jahr hier einweihen können und vor allem auch finanzieren können. Ja, also wir verfolgen das jetzt schon mit den beiden Schwänen und dem Ganter schon längere Zeit und sind eben auch sehr interessiert, finden das alles ganz toll von Herrn Anger, wie er das macht, dass er sich da so arrangiert und da wir sehr tierlieb sind, interessiert uns das eben auch und wir wollten sehen, wie sie heute reingesetzt werden. Dem kann ich mich nur anschließen und es ist ja für Wittenberg eine schöne Geschichte. Der Schwanenteich, der hat ja seine Geschichte schon zu DDR-Zeiten gehabt. Da waren vielleicht sogar noch ein paar mehr Schwäne hier, aber es ist alles im Wandel der Zeit. Und wunderschön, dass sich hier wieder Schwäne und andere Gänse, Enten ansiedeln. Überhaupt Wasservögel. Ja, und ganz wichtig ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass ab heute auch die Kameras, die sich rundherum am Schwanteich befinden, natürlich versteckt, dass die ab heute auch wieder scharf sind, um den Schutz der Tiere auch zu gewährleisten. Auch wenn natürlich jetzt seit letztes Jahr unsere Schilder, die auch befestigt wurden, komplett alle runtergerissen wurden. Mutwillig, denke ich. Ja, sind ab heute auch die Kameras alle wieder im Gange, um einfach den Schutz von Costa, Diva und Gorm hier bei uns einfach zu gewährleisten. Gespendet werden kann hier auf den Spendenkonto. Auch bei den Stefan Schneegas im Klacktheater steht ja schon seit 2 Jahren unsere Spendenbox, wo wir uns immer wieder freuen, dass die gefüllt wird. Ja, und dass wir dadurch, wie gesagt, den Schwanteig wieder schöner machen können und vor allem im nächsten Jahr mit dieser schönen Insel so ein bisschen das Feeling von Wittenberg und Schwanteig wiederbekommen können.